Einsatz vorgesucht. Bereits die ersten UN-Kontingente des Bundesheeres waren mit dem Haflinger ausgerüstet. Meine Damen und Herren, es folgte danach in der Entwicklung ein längerer Haflinger, nämlich der lange, sogenannte lange Radstand. Und dieser lange Radstand, der wurde auch als Sanitätsfahrzeug benutzt. Und als Sanitätsfahrzeug kann ein Patient liegend transportiert werden und die Sanitätsversorgung mit zwei Sanitätern und einem Kraftfahrer sichergestellt werden. Meine Damen und Herren, so viele, so hier bei uns im Heeresgeschichtlichen Museum. Der Peter Krumhaar und ja, die Pilers, also die Elisabeth vor allen Dingen, die Elisabeth Pilers, die ist die Besitzerin des weißen Haflingers, ja, die können gar nicht genug bekommen hier bei uns. Ich danke dem Peter Krumhaar, dass er heuer den Vorserien-Haflinger mitgebracht hat. Eine ganz tolle Sache für uns. Danke, Peter!